Und das ist echt sehr cool gemacht und sieht gut aus. Pass auf die Fallen auf. Natürlich. Okay, jetzt aber, Schu, du machst den Mega-Player. Genau, das hast du richtig erfasst. Irgendwas piept hier. Ist das eine Alarmanlage? Oh, mein Mercedes. Da ist Feueralarm, schnell raus hier! Nein, das ist weg! Bist du jetzt weg, Daniel? Okay, dann übernehme ich einfach die Führung hier. Mach mich doch mal groß, Regie. Mach mich ganz groß. Naja, dann nicht. Ich werde auf jeden Fall den M-Player nochmal zeigen. Da sind wir wieder, live aus dem New Media Center. Was war passiert? Plötzlich Feueralarm. Normalerweise ignorieren wir Feueralarm, beziehungsweise wurden früher immer dazu gezwungen, Feueralarm zu ignorieren. Wir haben einfach weiter moderiert. Das geht natürlich nicht mehr. Also ging der Feueralarm eben los. Wir mussten alle tatsächlich die Live-Sendung unterbrechen. Und raus aus dem Studio. Und naja, wir waren dann alle draußen auf dem Vorplatz. Haben geguckt, aber es brennt nicht wirklich, also sind wir wieder rein, aber eventuell brennt es ja doch, und zur Sicherheit haben wir jetzt für 800.000 Quadratmeter ein so ein Fläschchen. Also die Feuerwehr war jetzt auch nicht da und ich weiß nicht, man bildet sich natürlich auch vieles ein, wenn man jetzt tief einatmet, könnte man das Gefühl haben, dass es hier irgendwo qualmt, aber das ist wahrscheinlich wirklich alles nur psychosomatisch bedingt.